Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Heute war Patch Day und der Patch 1.3 ist raus und wie versprochen möchten wir auch den direkt testen und ich beginne einfach mal hier beim Juwelier. Wie zu sehen ist, kostet es auf den unteren Stufen mittlerweile ziemlich wenig, seine ganzen Edelsteine nachzuholen. Wie viel? Er ist zum Beispiel ein makelloser quadratischer Amethyst, kostet 100 Gold. Er ist ab perfekt quadratisch, fängt es an mit 30.000 Gold wieder ordentlich was zu kosten. Und damit ich jetzt auch was zu tun habe, während ich hier noch ein bisschen erzähle, hole ich schon mal meine ganzen alten Edelsteine nach. Es ist ein Item-Level eingeführt worden. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Patch-Notes verfolgt habt, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt meine Waffen seht, habt ihr links neben der benötigten Stufe das Item-Level stehen. Es geht bis Level 63. Ja, und jetzt gehe ich einmal kurz meine Gegenstände im Schnelldurchlauf durch, damit ihr sie einmal alle im Zweifel stoppen könnt, das Video und euch angucken könnt. Ja, ein paar schlechte Sachen sind dann natürlich noch mit dabei. Machst du nix. Mittlerweile ist es so, dass wenn man stirbt, die Reparaturkosten wohl deutlich hochgesetzt sind. Das ist die erste Aufnahme jetzt auch seitdem der Patch rausgekommen ist, deswegen haben wir da noch keine Erfahrungswerte. Aber so wie wir Diablo bis jetzt kennen, lässt das wahrscheinlich nicht allzu lange auf sich warten, bis wir da Pech haben. Wir haben jetzt vor, erstmal einen schlechter Run zu machen, was daran liegt, dass das höchste Level Item Level 63 ist und dass auch hier Markt 1 schon gedroppt werden kann mit einer 2%igen Chance. Wir haben uns gegen Akt 2 entschlossen, weil die Chance für Level 63 Gegenstände ist halt in Akt 2 nur 4%. Und da haben wir gedacht, bevor wir ständig sterben, laufen wir halt hier lieber ein bisschen gemütlich durch und... Was ist denn das höchste Level? 63. Wissen wir noch nicht, ob wir gemütlich durchlaufen. Also laut den Patchnotes ist es Level 63, weil du halt in Inferno Akt 4 Level 63 zu, keine Ahnung, 18% finden kannst. Und das war das höchste. Also gehen wir mal davon aus, dass 63 das höchste ist. Genau, zumindest bis jetzt. Okay. Aber vielleicht werden wir noch eines Besseren belehrt. Ja, bitte, unbedingt. Wäre cool, wenn man noch einmal so einen 64er Gegenstand finden würde. Genau, Stand auch heute ist, Echtgeld Auktionshaus wurde eröffnet. Wir haben da schon mal reingeguckt und so. Und für mich ist das ein absolutes No-Go. Also, ach Quatsch, 25 Euro für eine Waffe bezahlen, kein Problem. Ja, also die Preise, die da verlangt werden, die sind jenseits von gut und böse. Leck mich am Arsch. Ich kann echt mal einfach irgendein scheiß gelbes Item reinstellen und dann einfach 9999999999 bis zum Ende drücken. Ja, und ja, dafür vertippt sich einer. Ja. Ziemlich fett. Mit Sicherheit, wenn du das bestätigen musst. Dann ist er danach insolvent. Direkt. Du musst dein Konto erstmal aufladen, ne? Das ist dir klar. Also der müsste dann auch 9 Milliarden auf seinem Konto haben. Hammeröde. Ja, vielleicht spielt ja Bill Gates. Ja, genau. Der verklickt sich zufällig auf meinem Item. Wäre ziemlich geil. Und davon snackt sich Blizzard dann 15%. Ja, und sobald ich jetzt gleich irgendwann mal meine Diamanten hier durch habe, was wahrscheinlich auch gerade die anderen machen, geht's dann auch endlich los. Ja, und ich bin auch echt gespannt, wie das ist. Genau, ist noch was. Es gibt ja diesen Schrein der, quasi diese Gunst der Nephalem, wenn man jetzt Champions tötet. Und es ist so, dass ein garantierter gelber Gegenstand oder zwei garantierte gelbe Gegenstände weggefallen sind. Und zwar wieder noch magische. Also nicht mehr gelbe. Da stand magische Gegenstände. Magische, ja, stimmt. Auf jeden Fall ist es nicht mehr garantiert, dass sie einen fallen lassen. Die Auswirkungen kennen wir natürlich auch noch nicht. Wir lassen uns davon einfach mal überraschen und zwar für Flame gleich ein bisschen rum. Na, wahrscheinlich ist es voll der Abzug. Oh, mal gucken, wie es denn da so laufen wird. Oh ja. Alter Vater, wie viele Edelsteine man doch im Laufe der Zeit gesammelt hat, wa? Mhm. Oh ja. Wie ihr gehört habt, ich habe noch League of Legends im Hintergrund laufen. Da ist gerade jemand, hat mich jemand geedit. Ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, um das Programm zu beenden. Weil es passiert schon mal öfter, dass ich von euch geendet werde. Deswegen ganz kurz Aufnahmestopp. So, und da sind wir wieder. Es hat jetzt fast 100 Minuten gedauert, bis ich das beendet habe. Da sind wir wieder. Oh ja. Damit die Leute mir weiter geil zugucken können, wie ich gerade Geld ausgebe, um einen marklosen Turpass herzustellen. Hey, meisterhafte Meisterstücke. Haha. Verdammt, du warst vor mir fertig. Nein. Jetzt habt ihr das erst. Oh Mann, wie schlecht. Ja, du hast halt vorher schon dein Geld ausgegeben. Wir haben gewartet, bis der Patch war. Ja, richtig. Ich hab das eben gehabt. Ja, ja. Wo du aufgenommen hast. Ja, du musst nur ein bisschen hochscrollen. Ja, meine Scroll-Taste ist kaputt. Ja, das sehe ich auch so.
Ich habe gar nicht genug Geld für die ganzen Scheißdinger hier. Ich habe nicht genug von den alten Büchern. What? Okay. Ja, von den alten Büchern, also von den schlechten. Mit Seiten des Schmiedehandwerks habe ich zu wenig, glaube ich. Schmiedehandwerk? Brauchst du das denn? Leute, jetzt hab ich so ein Scheißding für 30.000 hergestellt, weil ich nicht brauche. Fuck. Klick einfach drauf los. Oh ja. Glänzende Gegenstände braucht man das noch. Na genau, noch was Neues auch. Das ist die erste Folge von Diablo in 1080p. Mal gucken, wie es hier laufen wird. Oh ja. Ach ja, stimmt. Die gute USB-Festplatte. Ach, das liegt an der Festplatte. Ich dachte, das liegt am PC generell. Ja, das lag am PC generell. Hä? Was? Ja, alles Scheißrechner. Ja, richtiger Scheißrechner. Aber so ist das halt. Ach ja. So ist das halt mit den Rechnern. Ne? Haben wir jetzt die erste Folge endlich rum hier? Ja, genau. So, jetzt tun wir alles weg und dann können wir auch von mir aus jetzt loslaufen. Nee, ich muss noch meine letzten 855 ausgeben. Alles klar. Dann laufe ich schon mal da runter. Kann ich schon mal laden, weil ich habe immer diese Anfangsruckler, wenn ich irgendwo reinlaufe. Nee. Doch. Nee. Doch. Hammer, jetzt habe ich hier so einzelne Scheißkacksteine noch. Ja, die werde ich wohl auch einfach verticken. So, die Hallen der Agonie. Lock kein Schwanz mehr. Yay, so. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Oh, also ich verstehe echt nicht teilweise, woher die Anfangsruckler kommen. Funktioniert ja noch mal die Reihenfolge. Fehlerhafter Smaragd. Ach, der Makelöse. Oh ja, sind gerade auf den Koppen. So. Wo ist denn Elbram? Elbram muss erstmal leiser. Den Sound etwas leiser stellen. Ah, da war schon. Oh, guck mal. Was? Ihr seid schon weg, ihr Schwänze. Hab ich noch gesagt? Wir laufen doch nur schon mal ein bisschen. Hahaha! Lässt mein Feuer, ihr Penner. Das war ein krasser DPS. Bam! Ein Foliant der Geheimnisse. Bam, nix. Ah! Boah. It's a trap! Alter, 138.000 Leute. Wie viel? Also ein Crap-Gegner hat gerade 138.000 Leute. Achso, ich dachte, du hättest 138.000 Leute. Ja. Ja. Also, ich habe gestern oder heute gelesen, dass Inferno Hardcore Diablo gelegt wurde. Ah, also, wenn du überlegst, dass wir Freaks nicht mal geschafft haben, vernünftig durch A2 zu laufen. Naja, komm, also so viel haben wir das Spiel wirklich nicht gespielt. Ja, das stimmt schon. Oh oh. Das ist schon wieder die roten Hämmer. Oh ja. Ja. Der Sound hat sich echt zugestellt. Mein Gott, muss ich wieder so machen. Ja. Das ist ja auch schon gelernt. 18% reicht davon. Ich muss das auch nochmal kurz ein Stück leiser machen. So. Ihr könnt mir gerne unter die Kommentare schreiben, ob es dann. Ihr habt ja jetzt ein paar Soundstufen innerhalb dieser kurzen Aufnahme gekriegt, welche ihr davon am besten fandet. Dann werde ich Gegner. Werde ich das in der Zeit wieder darauf zurückstellen. Also wie schnell sterben die denn? Oh, da bin ich tot. Look! Oh mein Gott. Was war das denn? Ich stand im Feuer drin und hab da nicht drauf geachtet. Also an meiner Stelle. Ich nicht. Jetzt. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt gerade gestorben? Gehen wir doch direkt mal zu dem Spiel und gucken mal nach, was einmal sterben so kostet. Was ist das denn?
Einmal sterben kostet mich 2200. Alter Mann. Also ungefähr so viel wie vorher gelb sein. Oh ja, genau. Ja, sicher. Die Reparaturkosten sind... Und ich sterbe so selten. Wenn ich das in den Patchnotes richtig gelesen habe, irgendwie jetzt 6... Oh, das ist so ein geiler Gobbo. Boah, ist einfach stehen, ey. Oh, geil. Der ist immun gegen Stun, so eine Scheiße. Ah, jetzt geht er da. Oh, ja. Zack. Oh, zwei Gelbe. Das sind jetzt 5 Level am Arsch. 5 Level am Arsch sind das? Ja, warum kriegt ihr denn schon so viel hier? Ein Item Level 61. Oh, Level 62. 61. Level 61, 61 Level 60, und 61. Also, die guck ich mir was hat man hier vorher gefunden? Weiß ich nicht. Vor dem Patch? Ein Item Level ist 61 und die Axt macht 210 DPS. Da kann man nicht stimmen. Oh mein Gott! Eure Gegenstände haben 10% Haltbarkeit eingebüßt. Ihr habt nur wenig Gold. Es wird zum Reparieren benötigt. Ah, danke für den tollen Trick. Hey, ich hab auch Feuer. Rot! LOL! Boah. Aber geil, ist gerade noch dick am Rücken. Und tot. Ey, geil, das hatte ich gerade auch. Ich frag mich ja, ob das Spiel vielleicht doch, ist heute vielleicht für die Aufnahme. Auch wenn es ein bisschen. Wow, nee, nee, ich hatte das. Das liegt nicht daran. Echt? Ich hab gerade kurz geruckelt. Ja, so, da sind wir wieder. Mir, falls ihr noch irgendwas kriegen wollt. Tue ich. Ja, da bin ich irgendwie rausgeflogen beim Umstellen der. Liegen die hier für euch? Ja, ja. Der Schatteneinstellung. Ich hoffe mal, dass das irgendwas gebracht hat im Zweifelspiel. Cool, ein gelber Schild. Ja, ich hab da jetzt keine Gegenstände gekriegt, Level aber naja. 60. Der bei mir ruckelt dann auch leicht. Ich weiß auch nicht, woran das gerade liegt. Der hat ein bisschen Magic drin. Aber sonst auch nicht. Sorry. Das geht aber schon ein bisschen einfacher, kann das sein? Ja, also ich hab irgendwie das Gefühl, die fallen schneller um. Das waren jetzt... Man fällt aber trotzdem noch genauso schnell irgendwie um, kann das sein? Ja, ja. Ja, vielleicht also haben die ein bisschen weniger Leben. Ich bin One-Hit und dann war das, ne? Das waren dann 2000 Gold. In der One-Leg. Ja, da fällt mir auch gerade ein, ich habe auch zum Teil eure Guides durchgelesen unter den Kommentaren. Ich habe mich dann aber dazu entschlossen, das doch weiterhin selbst auszuprobieren, mich nicht auf Guides zu verlassen. Allein schon, weil das auch den Reiz des Spiels ausmacht, das selbst herauszufinden. Weil sonst artet das aus wie bei WoW, ständig nur noch nach Guides irgendwie skillen und so und naja. Also, oh, Champions! Weil ich. Weil als ich das dann erste Mal gesagt habe, war ich da noch anderer Meinung. Ich muss hier raus. Ich glaube, erstmal stehen. Klappt noch ganz gut. Bam, Feuer. Bam, gestunt. Nein, oh, voll. Ich diesen Schal ist tot. Was gelbe Kriegsbänder. Okay. Level 3, Schrein der Lichtbelebung. Oh, LOL! Alter, der hat dich so kleine Scheiße wie angefurzt. Alter! Oh, das ist ein Schrein, der ganz hasten ist. Oh, da knapp man aber schon. Ja. Ach ja, stimmt, ich schlag nicht mehr so schnell zu, ne? Nee, das ist total genervt. Stimmt. Ich bin jetzt auch noch bei. Hammer geil, dass mein ganzer Bild voll darauf bestand, nur auf Angriffsgeschwindigkeit zu gehen. Das war. Und halt um die Hälfte. Also ich bin jetzt bei Angriffe pro Sekunde 2. Früher stand da, glaube ich, ein Prozentwert, oder? Nee, da stand immer irgendwie so eine Ziffer, wa? Ich weiß das gar nicht mehr. Alter, da schließt man also noch kein Jahr. Ich bin bei 1,22, aber bei mir wird das durch Frenzy ja nochmal erhöht. Ich bin bei 2,0, genau. Angriffe pro Sekunde, 2,0. Das wird dann nochmal. Ja. Ihr entzaubert aber immer noch dann die Level 60 Sachen. 75 oder guckt ihr jetzt auf irgendwelche Gegenstandsstufen, die ihr entzaubert? Da habe ich mir erst noch keine Gedanken drüber gemacht. Ah, hier geht's weiter. Oh oh. Einen Moment, wir haben auch gerade den geilen Strein. Ich hab einen gelben Plan gefunden für den Schmied. Nice. Und fit. Was poste mal, ich will mal sehen, wie das Ding aussieht. Teaches the blacksmith how to forge a helm with 4 properties. Zeig mal. Wie der aussieht. Und ist der Account gebunden? Der ist nicht gebunden.
Aber geil, das heißt, wenn du jetzt noch theoretisch da einen findest, kannst du ja einen von uns geben, oder wie? Ja, oder man gibt einen zweiten Helm. Ja, toll, man kriegt einen zweiten, der plus 4 macht. Wo ist das hin? Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht macht er einen plus 8. Ja, genau. Das wäre nice. Plus 8 auf jeden Fall. Wie ist eigentlich die Magic-Feind-Stufe? Magie vom Bonus 59, 3 mal 20, die ist abge... Ne, 15 war das immer, war, sind 45, passt. Ja. Hier oben rechts geht's weiter, ist trotzdem hier unten runtergehen. Wie viel das will, wie kann das tun? Ja, ihr redet hier nicht so holländisch, die sind schon lange nicht mehr existent. Oh ja, das sind richtige Kack-Noobs, ey. Zero Points, Netherlands. Wie ist das eigentlich? Welche Mannschaft hat noch gute Punkte gehabt nach der Gruppenphase? Gab es da überhaupt noch eine Wurstmannschaft? Irland? Na gut, Irland hat halt dieselbe Klasse wie... Niederlande. Holland. Obwohl man sagen muss, dass die Irländer ja eigentlich die schlechtere Gruppe hatten. Ich muss mal kurz was trinken. Obwohl da Spanien und Italien drin waren, aber egal. Gegnerz. Ah, guck mal, Gegnerz. Lol, die haben nicht wirklich. Oh, ich hasse Albtraum.